Er ist schon völlig begeistert. Girls, ich kann ein ganz bisschen mit dir Deutsch reden, weil du hast gesagt, wenn ich langsam spreche, ja. Soll weit, sagen wir, ja. Aber du wirst soll weit geschrieben, aber ausgesprochen in Norwegen wirst du? Solvay. Solvay. Klugscheiße. Ja, das ist doch Peer Gynt. Ich hab Peer Gynt gespielt. Solvay. Ah, okay. Ist die Frau Solvay. Von Peer Gynt. Mhm. Genau. Ich liebe eure Musik. Dankeschön. Und ich konnte mich gar nicht entscheiden, welchen Song. Dann habe ich mir einen Song gewünscht und habe dir gesagt, oh, der wäre heute schlecht. Jetzt hören wir den Amsterdam-Song, ne? Mhm. Oh, den liebe ich so. Wie heißt du? Anne Mari. Und sag nochmal. Anne Mari. Hallo. Hello. I'm happy that you're here. And your name is? Okay. That's Norwegian for Marianne. Okay. Marianne. Hello. Hello. Just from the Navy or what? Oh, yeah. Oh, in the Navy. Hello. What kind of Gerät do you have here? It's a contrabass balalaika. And your name is Turit? Yeah. Yippie! Das habe ich mir nämlich gemerkt, weil in unserem Dorf gab es ein Mädchen. Our village is very, very, very small. And there was a girl in the north of Germany. Her name was Turit. And nobody, all Silkes, Bettinas and so on, doesn't know this name. So I... What? Oh, geile Wimpern. Toll. Ja, auch ich bin geflasht, Uli, wie du merkst. 3, 4. Sick.